So, und an dieser Stelle verlassen wir diese Bundespressekonferenz zu diesem Thema. Und ich möchte darüber reden mit Magnus Wessel vom BUND. Sie sind der Experte, der zugehört hat und draufschaut mit uns gemeinsam. Also erstmal eine generelle Frage. Ist das jetzt der große Wurf, den die Fachminister da vorgestellt haben? Die Neuregelung im Wind-an-Land-Gesetz ist sicherlich ein wesentlicher Schritt für eine erfolgreiche Energiewende. Die muss jetzt allerdings naturverträglich und bürgernah umgesetzt werden. Die Regelungen im Artenschutz werden aus unserer Einschätzung heraus eher wenig effektive Beschleunigung ergeben, weil die wesentlichen Bremsen der Energiewende nicht im Naturschutz liegen. Wo liegen sie denn? Die wesentlichen Bremsen liegen an anderen Stellen. Für einen schnellen Ausbau fehlen vor allen Dingen ganz praktische Dinge zurzeit, neben der Flächenkulisse Bauteile. Wir haben ein Riesenproblem, das bestätigt die Industrie auch mit der Zulieferung von Teilen. Es fehlt das Personal für Bauplanung und Genehmigung. Es fehlt zum Teil am staatlichen Wissen darüber, wo gibt es welche Arten und wie stark sind die dann jeweils benachteiligt. Und es fehlt von einem funktionierenden Artenschutz vor Ort. Wenn der funktioniert und eine intensive Beteiligung der Bürger an den Vorteilen der Energiewende passiert, dann sind die Widerstände auch geringer. Okay, jetzt haben Sie ganz verschiedene Felder angesprochen. Gehen wir also doch mal nacheinander durch. Also das Technische erstmal. Artenschutz, Naturschutz machen wir dann bitte gleich noch. Also haben wir es dann eigentlich verpennt die letzten Jahre oder haben wir einfach viel zu wenig darin investiert, dass wir damit zukunftsfähig sind, wirklich sinnvolle Windkraftanlagen herstellen und aufbauen und betreiben zu können? Das ist einer der großen Vermächtnisse, die wir aus den letzten 12, 16 Jahren Politik leider mit uns tragen, dass wir eine Energiewende an vielen Stellen deswegen nicht schnell umsetzen können, weil wir nicht frühzeitig damit angefangen sind. Das heißt, wir gucken in die Röhre, oder ist die Windkraft wirklich das große Zaubermittel? Was sagen Sie, gibt es nicht vielleicht auch andere, beispielsweise Solar Panels, die uns eigentlich weiterbringen? Eine umweltfreundliche Energiesicherung hat immer mehrere Standbeine. Und das erste, wichtigste Standbein ist Energiesparen und mehr Energieeffizienz. Denn am Ende ist nur das umweltverträglich an Energie, was nicht gebraucht wird. Die Windkraft ist zusammen mit der Solarenergie, wenn sie bürgernah und gut geplant umgesetzt wird, der wesentliche Pfeiler der Energiewende. Alle anderen erneuerbaren Energieträger spielen dann eher eine untergeordnete Rolle. Also wenn wir jetzt loslegen würden, also ich weiß, das ist eine hypothetische Frage, aber wenn wir jetzt so richtig loslegen würden, wann wären wir denn in der Lage, was glauben Sie, dass wir mit einem Mix aus den verschiedenen erneuerbaren Energien, aus den verschiedenen Quellen uns tatsächlich, sagen wir mal, 80-90% absichern könnten? Die Zielrichtung der Bundesregierung ist da schon die richtige. Ich glaube, das ist ein realistischer Zeitrahmen. Der muss so funktionieren, auch wenn wir unseren rechtlichen Verpflichtungen nachkommen wollen und wenn wir die Folgen der Klimakrise tatsächlich begrenzen wollen. Also das heißt, Sie nennen da jetzt auch keine Zahl, sondern Sie bestätigen das, was die Minister gerade gesagt haben. Gut, reden wir über den Umweltschutz, über den Naturschutz. Schneller wäre besser. Ja, das glaubt jeder. Umwelt- und Naturschutz. Also ich kenne ja immer noch die Diskussion beispielsweise mit dem roten Melan und mit anderen Vögeln, die von diesen Windkraftanlagen dann gestört werden, teilweise verletzt, getötet und dergleichen. Ist das jetzt damit eigentlich vom Tisch oder ist der Widerstreit der Interessen da jetzt quasi ausgebremst, beispielsweise durch einen grünen Minister oder eine grüne Ministerin? Nein, am Ende haben vor allen Dingen die Arten deswegen ein Problem, weil ihr gesamter Zustand so schlecht ist. Wenn unser Artenschutz in anderen Bereichen der Landschaft funktionieren würde, in der Landwirtschaft, in der Forstwirtschaft, im Verkehr, dann hätten wir natürlich auch weniger Diskussionen darüber, ob ein einzelner toter Rotmelan jetzt ein Problem oder wie es der Fledermauspopulation geht. Das muss man an der Stelle ganz realistisch sagen. Der Widerstand gegen die Windkraft speist sich auch daraus, dass die Menschen die Verletzung der Natur in der Landschaft wahrnehmen, die tagtäglich passiert. Und jetzt kommt eine weitere Belastung dazu und das macht natürlich große Sorgen aus der Frage. Also die sagen dann Pech für den roten Melan. Das darf doch der BUND gar nicht so sagen. Wir sagen, die Probleme der Arten lösen sich anders als durch den Verzicht auf die Energiewende. Wenn wir konsequenten Artenschutz in der Fläche bekommen, die Artenhilfsprogramme, die jetzt geplant sind, eine klare Flächenkulisse bekommen, klar ist, dass sie auch wirklich funktionieren in der Umsetzung, dann kann man eine Menge Gutes für Arten tun und braucht auf die Energiewende nicht verzichten. Also Sie sagen, wenn an anderer Stelle die Arten besser geschützt werden, dann kann man ein paar geschredderte rote Melane verkraften, richtig?
Ich betrachte das nicht aus Tierschutzgründen. Jedes einzelne Tier fehlt im Zweifel. Und wenn Sie den Schreiadler angucken, von dem wir vielleicht 150 Brutpaare haben, da kommt es dann tatsächlich auf jeden einzelnen Vogel an. Aber es gibt andere Vogelarten, wo man durch Artenschutz an anderen Stellen die Verluste, die unzweifelhaft passieren werden, dann verkraften kann. Gut, das ist ein Thema. Das sind hochentzündliche Bereiche, das haben wir ja gemerkt, und hochempfindliche. Aber hochempfindlich sind auch die Menschen, die hier in Deutschland leben. Sehr viele wollen einfach gar keine Windkraftanlagen sehen, am besten gar nicht vor der eigenen Haustür, am besten im anderen Bundesland, und Stromtrassen auch nicht. Kommen wir da wirklich irgendwie weiter, oder glauben Sie, das wird ein ewiges Hin und Her und das wird uns ewig Zeit kosten und wir schaffen diese Pläne, die uns die Minister jetzt da gerade vorgestellt haben, überhaupt nicht einzuhalten? Der wesentliche Punkt ist, glaube ich, von vornherein die Bürger mit in die Planung hineinzuholen, mit entsprechend zu beteiligen. Und der wichtige Punkt wurde ja auch in der Pressekonferenz angesprochen. Sie müssen auch finanziell Vorteile davon haben, was bei Ihnen vor der Haustür passiert. Wenn es den Arten gut geht, wenn die Bürgerinnen und Bürger sowohl in der Planung als auch in der Umsetzung als auch hinterher am finanziellen Gewinn durch die Windkraft beteiligt werden, dann lassen sich ganz, ganz viele Probleme lösen. Aber es wird natürlich Veränderungen geben in der Landschaft. Die werden nicht von allen Menschen mitgetragen werden, wie es bei allen gesellschaftlichen Veränderungen ist. Dann schauen wir mal, wann der BUND auch Windkraftanlagen baut und andere daran beteiligt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einblicke in Ihr Denken und in das, was Sie beobachtet haben bei den Ministern. Vielen Dank, Magnus Wessel. Herzlichen Dank.